Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, bei der letzten Aufnahme habe ich DxTory verwendet. Jetzt verwende ich MSI Afterburner. Die Aufnahmefunktion von dem Programm ist kostenlos und deswegen dürfte auch diesmal keine Werbung oben eingeblendet sein. Bei DxTory habe ich natürlich mal wieder oben ein schönes Banner drin gehabt, weil ich habe natürlich die Trial-Version verwendet. Na, ich kaufe mir ja kein Programm erst und ja, merke dann, ob es mir passt oder nicht. Ich habe hier schon ein bisschen weitergemacht. Und zwar habe ich den Berg so weit abgetragen, dass ich hier mit dem Schiff und der Verlängerung an mein Schweißwerkzeug komme und habe auch das Gitter wieder abgemacht, das ich hier noch hatte. So, jetzt koppeln wir mal das Ganze ab. Merge Block vom Schweißgerät am Dock lösen. Dann das Ganze zu einem Schiff machen. Dann gucken wir uns das mal von außen an, was wir hier machen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir können die Verbinder noch verriegeln. Das sollten wir vielleicht machen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ich kann es ja erstmal ohne machen. So, einmal drehen. Upp, nicht so hoch. Ja, die Lücke habe ich noch nicht geschlossen, das werde ich dann gleich machen. Ich möchte erstmal ansetzen. Ein Schweißprügel. Das ist natürlich zu hoch, eindeutig. Wir haben auch noch eine leichte Schieflage. So. Das ist schon besser. Das Ganze noch ein wenig tiefer. Wie wir sehen, passiert noch nichts. Ach so, die Schweißgeräte sind natürlich auch noch nicht an. Mal eine Gruppe machen, die sowieso wieder nur bis zum nächsten Mal hält. Okay, es wird geschweißt, aber wenn ich das richtig sehe, wird nicht fertig geschweißt. Das heißt, wir müssen die Verbinder natürlich einschalten. Verbinder, Verlängerung, Werkzeug. Wo ist denn der am Schiff? Verbinder 4 heißt der noch. Ja, stimmt, wir haben das Werkzeug neu gemacht. Und dann, Mist. Dann hat er natürlich auch noch keinen vernünftigen Namen. Also Verbinder Schleif. Nein, warum Schleifer? Schleifer ist doch kein Schleifer. Schweiß. Schweißer. Okay. Wenn ich jetzt nach VB suche, habe ich auch alle drin. Dann mache ich doch mal den zu und den. Und schon sind die alle grün und die Schweißgeräte schweißen. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen falsch ausgerichtet. So, jetzt dürften wir aber eigentlich, ja, jetzt können wir unsere Plattform fertig schweißen. Schön elegant. Ja, das funktioniert doch ganz gut.
Und wir kommen auch unter den Solarpanels drunter her. Das ist ja der einzige Grund, warum wir hier unsere Verlängerung gebaut haben. So, jetzt muss ich das Ganze mal schön wenden, weil ich glaube, es ist besser, wenn ich von der anderen Seite schweiße. Denn, wenn ich da hinten an den Werkzeugen schweiße, ist das von der anderen Seite sehr unvorteilhaft. So, eine Wendung. Jetzt wieder ausrichten. Wir sind natürlich zu hoch. So, jetzt darf jeder mal. Und jetzt mache ich erstmal die Lücke zu. Mit 500 reicht. So viele sind das ja nicht. Na, fehlt da nicht einer? Nein. Da fehlt einer. Jetzt müsste man das Schiff nur im Autopiloten hier einmal drüber fliegen lassen. Wie so ein kleiner Rasenmäher-Roboter oder so ein Staubsauger-Roboter. Wo man einfach sagt, okay, fliege 100 Meter vor, dann 20 Meter nach links, wieder 100 Meter zurück. 20 Meter nach links, 100 Meter vor und so weiter. Bis du das 5-mal gemacht hast und dann ist ja alles fertig. So, die Fläche ist vollständig. Aber natürlich noch nicht. Moment. Warum schweißt der jetzt? Warum schweißt er jetzt? Warum hat er das gerade nicht geschweißt schon? Ich dachte, das wäre schon fertig. Das ist mir jetzt ein wenig suspekt. Ja, die nächste Aufgabe wäre dann, das Solarpanel einmal zu drehen, da das bekanntlich falsch rum steht und den Schwerpunkt am besten einmal verlegen auf die Mitte.
müsste das Solarpanel dann auch mehr Strom abwerfen, denn wie gesagt, im Moment steht das ein bisschen falsch rum. Das kann man von hier unten ganz gut sehen, dass die dicke Seite der Blöcke auf der Sonnenseite ist. Ist jetzt nicht so prall. Ja, das Ganze ist jetzt vielleicht ein wenig langweilig. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht schon mal das Solarpanel vorbereite. Und das hier mache ich dann in der Aufnahmepause weiter. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Wie es funktioniert. Ab und zu macht er aber ein paar Schweißpausen. So, da müssen wir nämlich noch hier was befreien. Das ist nämlich noch hier sehr eingeengt. Wenn ich das nämlich da rausreiße, befürchte ich, wenn ich das vorher nicht befreie, dass mir das ganze Solarpanel, zumindest dieser Teil des Solarpanels, um die Ohren fliegt. Ja, noch so eine Rakete, wie mit dem Werkzeug, möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Vor allen Dingen, da diese Solarpanels auch immer, ja, nicht gerade einfach in der Herstellung sind. Aber das mit diesem Handbohrer hier, das stört mich wirklich, dass die Sachen immer wegfliegen. Ich drücke schon immer die ganze Zeit T, in der Hoffnung, dass er wenigstens die meisten Sachen aufnimmt. Aber da fliegen doch immer noch eine Menge Steine weg. Mein Plan war es ja ursprünglich, diese Plattform praktisch so auszubauen, dass sie den Asteroiden umspannt, oder nicht umspannt, aber auf jeden Fall komplett drunter hergeht, dass ich dann einen Schwerkraftgenerator dahinsetze und dann den ganzen Berg hier abflexen kann und die ganzen Steine und das ganze Geröll alles auf die Plattform fällt. Und ich das dann alles schön einsammeln kann, damit mir das hier alles nicht flöten geht. Ich meine, so eine Basis im Asteroiden ist zwar ganz nett, aber naja, eher früher oder später wird man sowieso die ganzen Asteroiden hier abgetragen haben. Wie auch immer. Ich meine, man könnte jetzt einen nehmen und sagen, okay, hier baue ich mal ein bisschen in dem Felsen schöne Asteroidenmine oder sowas, damit es hübsch aussieht. Ich hatte mal einen saved, den habe ich leider verloren. Da habe ich das gemacht, da habe ich auf einem Asteroiden eine Station gebaut und dann auf einer Seite der Station einen Tunnel gegraben, durch diesen Tunnel einen sozusagen Versorgungsschacht und auf der anderen Seite des Asteroiden ist dieser Versorgungsschacht wieder rausgekommen und dort habe ich dann eine riesige Wand aus Schleifgeräten gebaut, in der ich dann immer die gekaperten Schiffe hineingeschubst habe. Aber wie gesagt, das war immer das Problem, dass dann die Teile, vor allen Dingen wenn es dann darum ging, das letzte Teil des Schiffes zu flexen, sind die Teile irgendwo durch den Raum geflogen und die wieder einzufangen mit einem anderen Schiff und das war alles irgendwie ein bisschen kompliziert und habe ich mir was Neues überlegt und diese Merch-Blöcke kamen da gerade auf und dann habe ich doch mal diese Merch-Blöcke genommen und mir da was zusammengebaut. Ein Schiff mit Werkzeugen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man dann auch noch die gekaperten Schiffe wieder in eine Station umwandelt, ja, das ist ja eigentlich relativ. Dann fliegen auch die Teile nicht weg und dann funktioniert das. Ja, wo mache ich das denn fest?
könnte natürlich die beiden, das ist ja eigentlich relativ, da sind zwei, drei in der Mitte, dann ist das hier die Mitte. Jetzt weiß ich nicht, habe ich noch was mit? Nein, natürlich nicht. Wie viel brauche ich denn da? Ich habe drei Panels. Fünf. 5 mal 25. Ich nehme einfach mal 180 mit. Das sollte reichen. Warum komme ich auf 5? Ich weiß nicht. Warum habe ich 5 gezählt? Fünf Solarpanels, aber die muss ich doch mal 2 rechnen. Dann sind es doch 10. Das mal 25 sind 250, dann reichen 180 nämlich nicht. Naja. Okay, dann würde ich das Ganze hier einmal aufspießen. Die Mitte von dem ganzen Gedöns dürfte dann auch hier auf den beiden Blöcken liegen. Dann machen wir doch da nichts mehr drunter, weil wir sind schon wieder leer. Okay. 200 sollte reichen. Okay, das wäre dann die neue Position, auf der ich das Ganze verankern würde. Dann würde ich das da hinten lösen. Und dann natürlich einmal drehen. Dazu mache ich einfach oben einen Merge-Block dran, dock mit meinem Schiff an und drehe das Ganze. Dazu muss ich noch gucken, wo ich das jetzt auf der Plattform dann befestigen möchte. Eigentlich müsste das ja so ein bisschen schräg stehen, aber das mit den Motoren, ich weiß nicht. Vor allem kann ich da schlecht einen Motor drunter setzen, denn weil es zu beiden Seiten gleich ist und ich hier nur hier zwei Blöcke praktisch mittig habe, kann ich ja nicht den Motor dazwischen setzen, in der Mitte. Das geht ja nicht. Und wenn ich den rechts setze, dann ist natürlich die linke Seite schwerer. Und wenn ich den links setze, ist die rechte Seite schwerer, weil auf der Seite dann ein Überhang ist. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Schwerpunkt ist, ob ich dann das ganze Ding noch drehen kann, ob mir das ganze Ding um die Ohren fliegt. Ich meine, gut, ich könnte vorher speichern. Das habe ich ja, das kann ich ja immer machen. Und im schlimmsten Falle könnte ich das dann wieder laden. Oder ich baue einfach an einer Seite so viele Blöcke dran, dass sich das wieder ausgleicht. Was ich nicht machen darf, natürlich denke ich mal, dass sich das Ganze auch noch neigt. Weil wenn sich das Ganze auch noch neigt, nach hinten, also die obere Seite jetzt hier zu sehen, nach hinten neigen würde, um besser auf die Sonne ausgerichtet zu sein, würde das wahrscheinlich zusammenbrechen, wenn ich das mit dem Motor mache. Ja. Ich werde das erstmal starr machen. Ohne Motor. Aber erstmal umdrehen, damit ich überhaupt eine Verbesserung habe. Denn hier sind ja immer noch die Schatten drauf. Die nehmen ja hier einiges weg. Man sieht ja hier, da sind nur zwei grüne. Ach so, der ist noch gar nicht fertig. Da sind nur zwei grüne. Hier oben ist sogar nur einer. Das ist natürlich sehr schlechte Effizienz.
einmal kurz aufladen. Dann nehme ich mir genug Material mit, damit ich drei Merch-Blöcke bauen kann. Und dann werde ich einmal... Na, das Werkzeug bringe ich noch nicht zurück. Das bringe ich noch nicht zurück. Ich sollte aber schon mal weiterschweißen, denn ich möchte das Solarpanel ja ungefähr in diesem Bereich, wo ich jetzt schweiße, platzieren. Dann kommt es auch etwas weiter von dem Felsen weg, aber etwas weiter nach hinten. Und dann sollte ich das hier erstmal fertig schweißen, damit ich da nicht gleich ein Problem habe. Wenn ich nämlich erst das Solarpanel versetze und dann hier weiterschweiße, dann muss ich ja irgendwie wieder um diese Verbindung zum Solarpanel drumherum schweißen. Das ist sehr umständlich. Ja, mal sehen, wie das mit der Aufnahme hier aussieht. Das läuft zumindest flüssig. Ich kann flüssig spielen dabei. Er nimmt auch auf. Gleich mal gucken, wie die Qualität ist mit dem MSI Afterburner. Und dann muss ich das Ganze wahrscheinlich noch kodieren, weil ich habe gesehen, mit DxTory hatte die Datei 30 Minuten und 20 GB. das ist natürlich ein bisschen zu groß, um das hochzuladen. Das dürfte dann ungefähr 15 Stunden dauern, wenn ich das so hochladen würde. Und das ist ein wenig zu lang. Also muss ich mal gucken, wie ich das noch in ein vernünftiges Format umwandeln kann. Ich habe da irgendwas gelesen von MIGUI oder so. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Und dann hoffe ich, dass ich mit dem Programm anständige Qualität bieten kann. Und dann kann ich auch richtig loslegen. Dann brauche ich nur noch ein vernünftiges Spiel, wo die Leute sagen, hey, das will ich sehen. Und nicht hier Spacko Engineers. Was langweilig ist, weil hier nichts passiert, keine Action. Und alles, was ich hier mache, könnt ihr selber. Das braucht ihr euch nicht anzugucken, wenn ihr das denkt, ja. Dann fehlt mir nur noch ein Spiel, wo ihr sagt, ey, das will ich sehen. Oh. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Kann ich gleich mal testen, ob die Triebwerke mir hier nichts zersemmeln, aber es sieht ganz gut aus. Ich sehe keine Beule oder Lücke. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, werde ich es zu Ende schweißen, weil wenn ich jetzt das Werkzeug wieder einhänge und das Solarpanel verschiebe, dann muss ich das Werkzeug erst wiederholen, um weiter zu schweißen. Das ist mir jetzt nicht so spaßig. Also wer möchte, kann die letzten 5 Minuten auch noch abschalten und in der nächsten Folge wieder reinsehen. In der nächsten Folge werde ich dann auf jeden Fall das Solarpanel drehen und dann werde ich mir mal ein paar Schiffchen krallen.
denn hier ist es so leer geworden, es sind keine Schiffe mehr da zum Zerlegen. Und wenn wir dann wieder genug Schiffe zerlegt haben, dann machen wir uns daran, die Basis ein wenig zu planen und auszubauen. Also in der nächsten Folge Solarpanel und Schiffe klauen. Am liebsten mal ein paar Bewaffnete. Mal gucken, wie das so funktioniert. Das war ja beim letzten Mal nicht so der Bringer. Mit dem, was war das? Ein Business Transport oder Business Carrier oder ich weiß nicht mehr, wie das Schiff hieß. Das sieht jetzt sehr mau aus. Hab ich keine Stahlplatten mehr? Oh. Oh. Ja, dann war's das mit dem Schweißen. Dann hat sich das ja auch schon erledigt. Dann können wir doch das Werkzeug noch einhängen. Dich ist ja blöd. Dabei habe ich doch nur so luschige Platten genommen hier, Mensch. Das sind ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal eine schwere Panzerung, die jetzt hier großartig viele Platten frisst. Das ist ja nur eine leichte Panzerung. 25 Platten pro Block. Ja, wie viel hatte ich? 6.000? 9.000? Das war auf jeden Fall eine Menge eigentlich. Okay, Merchblock. Merchblock des Werkzeuges erstmal. Erstmal das Schweißdock wieder an. Ich glaube, die Triebwerke sind ein wenig zu schwach. Ich glaube, da muss ich nochmal was dranhängen. So, jetzt runter und das Ganze nach oben. Nicht zu schnell. Noch weiter, 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 weiter. Okay. Ups. Noch ein Stück. Jetzt rückwärts. Und zack, wir sind dran. Spiel lebt auch noch. Kein Absturz. Sehr schön. Achso, die Schweißgeräte sollte ich vielleicht wieder deaktivieren. Die müssen ja keinen Strom fressen. Ich meine, die fressen nicht so viel Strom, aber es muss ja trotzdem nicht sein. So, Merchblock vom... Ja, eigentlich könnte ich die Verlängerung hier direkt dran lassen, oder? Muss ich ja jetzt nicht. Wenn ich schweiße das nächste Mal, brauche ich sowieso die Verlängerung. Also mache ich direkt das Schifflose. Zong, macht das Schiff zu einem Schiff. Und hau hier ab. Ups. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich hänge mich erstmal an die Basis dran. Würde sagen, dann reicht das jetzt für die Folge. Ich werde mal gucken, dass ich das Ganze jetzt verarbeite und hochlade. Na? Funktioniert das schon wieder nicht? Nee, anscheinend funktioniert das schon wieder nicht. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den
Server nochmal neu starten, damit der... Hallo? Ja, da funktioniert jetzt gerade gar nichts. Das heißt, wahrscheinlich ist der Server schon abgekackt. Oder nicht? Ich sehe keine Meldung. Ich kann aber auch nicht schweißen. Ich kann aber auch was auswählen. Doch, jetzt kann ich wieder schweißen. Okay. War nur ein Anzeigefehler. Ich hatte anscheinend ein Schweißgerät in der Hand, obwohl ich kein Schweißgerät in der Hand habe. Machen wir das nochmal kurz hier zusammen. Okay. Schiff sieht wieder gut aus, Verbinder klappt nicht. Ich setze mich in meinen Stuhl und sage vielen Dank fürs Zusehen, wenn denn einer zugesehen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Tschüss!